kommenden Tagen erscheint für Minecraft Java das 21.5 und für die Bedrock Edition das 21.80 Update, unter anderem mit diesen neuen Features. Da hätten wir unter anderem die Gürteltiere, diese spawnen ab sofort in den Savannenbiom und Badlands, sind etwas schreckhaft, wodurch sie sich zusammenrollen können, verschrecken dafür aber Spinnen und droppen mit Hilfe von Pinseln Armadillo-Scutes. Aus diesen Panzern kann man sich dann die Wolfsrüstung craften, die eure Vierbeiner vor jeglichen Schaden schützen kann. Diese kann sogar mit Scutes repariert und mit Farbstoffen gefärbt werden. Die Wölfe allgemein bekommen aber auch noch ein dickes Upgrade. Wir haben nun statt 10 schlappe 20 Herzen leben. Zudem gibt es nun 9 verschiedene Wolfsarten, die du in den verschiedensten Biomen auffinden kannst. Bis auf die Fellfarbe sind diese allerdings identisch. Mit diesen 3 neuen Hauptfeatures wird es aber auch 4 neue Erfolge geben. Außerdem gibt es eine lange Liste mit weiteren 1.21 Features, die in dieser Version schon experimentell spielbar sein werden. Du musst sie also vorher in den Welteinstellungen aktivieren und kannst dann unter anderem die neue Waffe, das neue Skelett und auch die neuen unheimlichen Items wie auch Events austesten.